Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Sofa, Sommer für alle, dem evangelischen Gottesdienst aus Niederösterreich. Mein Name ist Lars Müller-Marienburg, ich bin der Superintendent für Niederösterreich, bin im Moment aber nicht dort, sondern in meiner Geburts- und Heimatstadt Ansbach in Mittelfranken im Norden Bayerns. Als ich noch klein war und auf diesem Balkon meine ersten Schritte getan habe, konnte man Ansbach im Hintergrund hier noch in einem großen Panorama sehen. Heute sieht man die wunderschönen, groß gewordenen Ahornbäume, aber in diesem hellen Bereich wäre Ansbach zu sehen. Ansbach ist für mich ein besonderer Sommerort, nicht nur, weil meine Eltern weiterhin hier leben, sondern weil alle zwei Jahre hier die Bachwoche Ansbach durchgeführt wird. Ein Musikfest, das 1947 gegründet wurde von Menschen, die gesagt haben, der Zweite Weltkrieg war so schrecklich und um wieder ins normale Leben zu finden und wieder eine Ahnung vom guten Leben zu bekommen, brauchen wir die Musik von Johann Sebastian Bach. Und nach kurzer Zeit haben sie Ansbach gefunden, eine Stadt, in der fast keine Zerstörungen vom Zweiten Weltkrieg übrig waren, sondern die großen evangelischen Kirchen in der Stadt waren da und die markgräfliche Orangerie, in der seitdem alle zwei Jahre, so hat es sich eingebürgert, die besten Bach- und Barockinterpreten der Welt spielen und auftreten. Und es ist mir eine große Freude, alle zwei Jahre hier zu sein und Einlasskarten zu kontrollieren und Helfer zu koordinieren, dass auch alle Besucherinnen und Besucher einen Platz haben, wo sie sitzen können. Wir gehen gleich in die Stadt, wo unsere Konzertorte sind. Ich muss mich noch umziehen, damit wir dann dort den Hauptteil des Gottesdienstes miteinander feiern. Und wir tun dies, egal ob in Niederösterreich oder in Mittelfranken, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich bin nun in der Innenstadt von Ansbach am Martin-Luther-Platz oder auch Oberer Markt genannt. Hinter mir seht ihr die St. Gumbertus-Kirche, ursprünglich ein Benediktinerstift, gegründet im 8. Jahrhundert, dann natürlich durch die Reformation evangelisch geworden und dann wurde es die Hofkirche der Markgrafen. Praktisch direkt vor mir die evangelische Stadtkirche St. Johannes, die zwei großen Kirchen der Stadt, beide evangelisch, beide ungefähr mit Sitzplätzen für 1000 Leute, die hier nur vielleicht 150 Meter voneinander entfernt liegen. Sie sind Hauptspielorte der Bachwoche Ansbach, zusammen dann noch mit der Orangerie im Hofgarten und einer weiteren Kirche in der Nähe, das Münster in Heilsbronn. Auch eine ehemalige Klosterkirche, Zisterzienserkirche, nun eine evangelische Kirche, auch schon seit langer Zeit. Und hier spielt sich dann die Bachwoche ab mit wichtigen Konzerten. Gerade ist ein Konzert in der Gumbertuskirche zu Ende gegangen mit dem Winsbacher Knabenchor, ein Chor, der die Bachwoche seit über 70 Jahren begleitet, auch hier ganz aus der Nähe. Und hier feiern wir nun Gottesdienst an meinem besonderen Sommerort, meine Heimatstadt und eben ganz besonders die Bachwoche. Auch dieser Sonntag hat einen Psalm, der ihm zugeordnet ist. Es ist der 147. Psalm, mit dem ich jetzt bete. Lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Gott, wir danken dir, dass wir dich loben können. Wir danken dir für die Musik, die der Stille einen besonderen Wert gibt und die dem Lob einen besonderen Wert gibt. Bitte hilf uns, zu allen Zeiten dich zu loben, in guten und in schwierigen, in besonderen und im Alltag. Amen. Musik.
Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 15. Kapitel. Danach verließ Jesus das Gebiet von Tyros wieder. Er kam über Sidon zum See von Galiläa, mitten ins Gebiet der 10 Städte. Da brachten Leute einen Taubstummen zu ihm. Sie baten Jesus, leg ihm deine Hand auf. Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen und berührte dessen Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte, Ephata, das heißt, öffne dich. Sofort öffneten sich seine Ohren, seine Zunge löste sich und er konnte normal sprechen. Jesus schärfte ihnen ein, nichts davon weiterzuerzählen. Aber je mehr er darauf bestand, desto mehr verkündeten sie, was Jesus getan hatte. Zwei Dinge habe ich in der Zeit der Pandemie beobachtet, die beide mit der Stille zu tun haben. Deshalb ist es auch super, dass dieser Bibeltext zur Heilung des Gehörlosen heute dran ist. Zwei Dinge habe ich beobachtet. Das eine, ich glaube, ich habe Angst vor der Stille. Im Lockdown war ich ja besonders viel allein und eigentlich kann ich das auch und mag das auch, aber ich habe gemerkt, dass ich doch noch viel mehr als sonst das Smartphone benutze oder mir Videos anschaue auf Netflix oder auf YouTube. Und es hat damit zu tun, glaube ich, dass ich eine Ablenkung von der Stille möchte. Also, dass es nicht so still ist, dass ich nicht spüren muss, dass es leer ist um mich herum. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass in dieser Zeit die Stille viel intensiver geworden ist. Und zwar an auch zwei Orten dieses Sommers. Vor ein paar Wochen ist Sofa ja aus Tessé gekommen, wo ich mit Jugendlichen war. Und dort ist in den Gebeten immer eine Zeit der Stille, ungefähr 8 Minuten. Und sonst war diese Stille ein totales Hustkonzert. Also die Gesänge waren zu Ende und es kam die Stille. Und aus allen Ecken der Kirche haben die Leute angefangen zu husten. Jetzt war die Stille wirklich still. 8 Minuten der konzentrierten, innigen, gemeinsamen Stille. Und hier bei den Konzerten der Bachwoche ist es ja so, in klassischen Konzerten wird zwischen den Abschnitten eines Stückes, zwischen den sogenannten Sätzen, wird ja eigentlich nicht geklatscht. Und früher war es so, dass dann auch diese kurzen Pausen genutzt würden, dass jeder einmal kurz seine Bronchien reinigt, sauber hustet oder kurz was zum Nachbarn oder der Nachbarin sagt und dann ist es weitergegangen. In diesem Jahr war es in diesen Zwischenzeiten, zwischen den Sätzen, zwischen den Abschnitten extrem still. Und auch am Ende vom Konzert ist oft nach dem letzten Ton noch eine Stille eingetreten. Und während es früher so war, dass die Dirigenten eher probiert haben, das Publikum ein bisschen still zu halten, damit sie nicht sofort losklatschen, war es jetzt so, dass die Dirigenten und die Musiker eigentlich jetzt schon bereit waren für den Applaus, aber die Leute haben noch die Stille genossen, um die Musik ein bisschen nachwirken zu lassen. Also dass in der Stille die Musik noch einen besonderen Wert bekommt. Wie passt das zusammen? Ich glaube, es braucht sowohl Stille als auch Ton. Und nur wenn man sicher ist, dass beides da ist, kann man den Wert des anderen auch feststellen. So glaube ich das. In der Bibelgeschichte ist es ja auch so, dass Jesus den Taubstummen wegführt von den anderen Leuten. Also da war eine Volksmenge, der Gehörlose, Taubstumme, wie früher eben gesagt wurde. Der Gehörlose kommt zu ihm und sagt, möchte geheilt werden und dann sagt Jesus, komm weg. Also er muss vom Ton, vom Geräusch weggehen, damit der vormals Gehörlose hören kann. Und ich glaube, das ist die Spur, auf der ich bin, dass man das Geräusch braucht, also die Sicherheit, es ist etwas da, damit es stille werden kann. Und das Geräusch und der Ton und die Musik braucht aber auch die Stille, damit die Musik, der Ton, die Worte einen besonderen Wert bekommen können. Denn wenn es nur die ganze Zeit rauscht, das Geräusch, dann hat es keinen Wert. Erst dadurch, dass es still wird, bekommt das Geräusch einen Wert. Erst dadurch, dass ich weiß, es könnte eigentlich auch laut sein,
Es könnte ein Geräusch sein, Musik, und ich mich bewusst für die Stille entscheide, dadurch bekommt die Stille ihren Wert. Ich möchte euch ermutigen, da ein bisschen aufmerksam zu sein in den nächsten Wochen und vielleicht, wenn ihr auch Angst vor der Stille und der Leere habt, so wie ich, zu überlegen, wo könnte ich denn Stille finden, die mir keine Angst macht. Zum Beispiel mit anderen Leuten. Ich weiß von einer Pfarrgemeinde in Niederösterreich, in Stockerau, da gibt es gemeinsame, eine stille Stunde, einmal in der Woche. Da kommen Leute zusammen, um gemeinsam still zu sein. Das ist eigentlich ja absurd, weil man ja viel besser allein still sein könnte. Aber dort kommen Leute zusammen, weil sie vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, es ist besser und leichter, still zu sein, wenn andere auch da sind. Dazu lade ich euch ein, Verbündete finden, mit denen ihr still sein könnt, oder Orte finden, wo ihr auch still sein könnt, ohne Angst vor der Stille und der Leere zu haben. Auch jetzt halten wir ein bisschen Stille. Natürlich ist es auf YouTube nicht ganz still, sondern die Musik läuft. Aber ein Moment, wo zumindest keine Sprache ist, jetzt für uns alle, das ist auch unser Gebet. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in die kommende Woche, wo auch immer ihr seid, unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Danke, dass du bei der Bachwoche Ansbach mitgefeiert hast, bei Sofa. Nächste Woche gehen wir noch ein bisschen weiter in den Nordosten. Dort begrüßt dich aus Polen dann Pfarrer Markus Lindner, normalerweise Pfarrer in Mödling und jetzt auf Sommerfreizeiten mit älteren Jugendlichen in Polen. Sei auch dann dabei. Alles Gute bis dahin. Ciao, ciao.